Hey Dudes, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom FIFA 14 Karrieremodus mit AC Milan. Und wir spielen heute gegen Inter, richtig? Oder richtig? Richtig. Gut, damit heißt es Anstoß und es geht auch gleich mal hier mit einer Chance für uns los. Pogba spielt jetzt gleich die Flanke. Flanke, Balotelli. 1:0. Geht schon gut los, wa? 11 Minuten gespielt und er steht 1:0 durch Mario Balotelli, sein 12. Ligator inzwischen. Das war schon richtig schön. Und die Flanke ging weiter, als man dachte. Ich dachte, erst geht die Flanke direkt in die Mitte. Und das dachte vermutlich die Verteidigung auch. Deswegen ging der Ball auch so gut hin. Jetzt Benzema. Ja, Inter hat Benzema sich geholt. Die Chilio kommt da nicht hinterher. Und deswegen hat Benzema dann die Chance, den Ball zu kriegen und schießt drauf. In der 20. Minute sein 8. Ligator. Yes, Sir! Benzema macht das Tor für Inter. 1:1. So schnell kann es gehen, ne? Eben gerade noch. Da seht ihr, ich habe den Pass gespielt und er will den einfach gar nicht annehmen. Deswegen kriegt der Gegner den Ball, spielt ihn wieder zurück auf Benzema und er haut das rein. Tja, so ist es. Mario Balotelli. Mario Balotelli. Flanke auf El Shaarawy. Und damit steht es 2:1 in der 35. Minute. Sehr schön. Also wir haben uns da gut geschlagen. Ganz komischer Schuss. Den konnte der Keeper ganz schwer halten. Wieder ein paar Minuten später. Kaka. Boah, das war eigentlich schon eine gute Situation. Pogba sieht ihn da, schickt den Ball. Und Kaka schießt dann mit links. Und sah eigentlich ganz gut aus. Hier kurz vor Schluss. Wir haben eine gute Chance. Können eigentlich noch laufen. Er sagte, nee. Also, nee, Chance ist blöd. Sowas mag ich nicht. Das kriegt ihr auch nicht. Deswegen geht es hier in der zweiten Halbzeit weiter. Knappe 10 Minuten später. Also, 10 Minuten in der zweiten Halbzeit. Ein super Pass auf Mario Balotelli. Und zack, ist das Ding drin. Das nächste Tor fällt für uns. Juhu. Ja, Handanovic, glaube ich, ist der Torwart. Der, sah da nicht so gut aus. Cambiasso wird da bedrängt. Schießt auf das Tor, aber Ter Stegen hält da die Pille sehr gut. So, nochmal Kaka. Einfach mal einen Fernschuss drauf. Bam. Leider nicht drinne. Schade drum, ne? 70. Minute. Also, hier bei uns im Moment sieht es sehr gut aus. 3:1. Bakali mit der Flanke. Auf El Shaarawy und der haut das Leder da drüber. Fässt sich da in die Haare. Mann, oh Mann, oh Mann. 83. Jetzt auf Niang. Der zieht. Der spielt auf Balotelli. Schuss! Mario Balotelli freut sich da so ein bisschen. Beziehungsweise er spackt ein bisschen ab. Ein schöner Pass und sofort abgezogen. Schöner Volley. Drin. 4:1 spielen wir hier gegen Inter. Da nochmal eine kleine Chance. Balotelli. Ja, aber... Der Torwart wehrt das sehr gut ab. Es sah auf jeden Fall sehr lustig aus. Benzema noch einmal. Kurz vor Schluss. In der 90. Minute muss er auch nochmal treffen. 4:2 heißt es dann. Tja. Da hat die Verteidigung nicht gut aufgepasst. Was will der Ter Stegen dann machen? Hätte natürlich noch ein bisschen schneller fallen können, aber naja. Hat nicht sollen sein. Und damit steht es zum Schluss 4:2 mit einem Dreierpack von Mario Balotelli. Das finde ich sehr schön. Mit einer Bewertung von 9,9. Das kann sich sehen lassen. So, also schauen wir nochmal auf die Tabelle. Wir haben ein Spiel weniger als Juve und ein Punkt weniger. Das heißt, da ist alles noch drin. Vertragsverlängerung. Da ist Abate zufrieden mit. Das ist in Ordnung, das ist schön. Das nächste Spiel. Ja, gegen den... Was, Tabellenletzter? Zumindest sehr weit unten stehenden. Und ja, ich wollte mir erstmal noch mal ganz kurz die Spiele anschauen. Dachte ich mir, oh, das könnte ich mal zeigen. Hier, De Chilio zeigt großes Potenzial, genau auch wie Kurt Zuma. Und der hat sich auch sehr gut verbessert. Max ist leider nicht. Der fällt in seinen Werten. Das ist ein bisschen schade. Abate macht überhaupt nichts mit seinen Werten. Poli auch noch nicht. Das ist echt ein bisschen übel, aber vielleicht dauert das alles so ein bisschen. Pogba haut hier aber richtig gute Werte rein. 81er Stärke inzwischen schon. Oder Correa auch sehr, sehr schön. Ja, Niang, ja, auch in Ordnung. Mit Balotelli bin ich sehr zufrieden. Den kriegen wir bestimmt auf 90. Also, wenn wir da noch irgendwie ein oder zwei Saisons spielen, dann denke ich mal, wird das wohl sehr, sehr schön aussehen. Bakali, auch sehr gute Steigerung.
plus 3 ist für 8 Millionen gekommen vom PSV. Ja, hier sehen wir es auch bei KK, der wird ein bisschen schwächer. Naja, hier seht ihr ein paar andere noch, also da sind ganz gute dabei. Abiati macht es nicht so gut mehr. Aber unser anderer Torwart, der Gabriel, der hat ja eine Stärke von 68, kommt halt nicht so viel zum Spielen. Und deswegen wird er sich auch wohl nicht so gut entwickeln. Ja, also Livorno ist jetzt hier unser Gegner. Ich weiß nicht, ob man den genauso ausspricht. Der Verein ist auf jeden Fall ziemlich weit unten in der Liga. Aber ich kann euch gleich vorweg sagen, das Spiel hat einen interessanten Ausgang. Es fängt auf jeden Fall erstmal damit an, dass El Shaarawy hier in der 23. Minute das 10. Saisontor schießt. Was, ja, gar nicht mal so verkehrt ist. Balotelli haut da gegen den Pfosten. El Shaarawy knallt die Pille dann doch noch rein. Die nächste Chance, 27. Minute. Pogba. Correa. Spielt auf Poli. Poli mit dem Lupfer und Correa. Was macht er? Der klaut das Tor von Poli. Er steht eigentlich nur auf der Linie und lässt sich berühren. Ja, 29. Minute, das nächste Tor ist gefallen. 2:0. Ein bisschen schade für Poli, aber naja, Correa kann es auch ganz gut gebrauchen. Nochmal Poli, schickt da Niang über außen. Der spielt auf Balotelli, der zieht dran vorbei und wird irgendwie gefoult. Der Schiedsrichter hat ja irgendwas gesehen. Ich weiß nicht unbedingt, was da jetzt so mega krass faul war. Er war am Schießen und stolpert, oder? Balotelli stolpert eigentlich nur. Naja, da müssen wir aber auch den richtigen Schützen wählen. Nämlich Mario Balotelli mit einer 96. Und der ist richtig ruhig. Der ist richtig ruhig. Schießt. Und damit steht es 3:0. Sein 15. Ligator. Also der macht sich nach und nach immer besser mit seinen Anzahlen seiner Ligatoren. Weil wenn er auch mal die Elfer schießt und so halt die Bälle mehr kriegt. Also ich denke mal, der ist wohl ganz geil darauf, Torschützenkönig zu werden. Müsste ich auch mal demnächst drauf gucken, wie das aussieht bei uns in der Liga. Ja. Poli wollte unbedingt ein Tor. Er hat es endlich gekriegt. 45. Minute Eigentor von Poli. Ich bin einfach zu schnell gelaufen und habe die Pille nicht wegbekommen. Ja, zweite Halbzeit. Ganz knappe Geschichte. Den hätte er fast reingemacht da an der Stelle. Nochmal Mario Balotelli. Will auf Niang abspielen, aber der Ball kommt nicht wirklich an. Nochmal Balotelli, aber dann ging nichts mehr. Der Freistoß ausgeführt von Siligiadi auf Ceccherini oder wie auch immer er heißt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ja, in der 73. Minute direkt auf den Kopf gespielt. Gut gemacht einfach. Einfach gut gemacht. Tja, und es geht auch direkt weiter. Botta auf Paulinho. 82. Minute. Da flatterte mir schon so ein bisschen. Ich hätte lieber eine Kontrolle gegen die Wand gehauen. Aber es wird immer noch besser. 3:3 steht es jetzt hier. Da wird nochmal ganz kurz gewechselt. Und Freistoß. Siligiadi. 85. Minute. Den trifft er direkt, der Sack. 4:3. Jetzt sind es also nur noch ein paar Minuten, um den Ausgleich nochmal zu schaffen. Ne? Ihr seht, 2 Minuten Nachspielzeit, Mario Balotelli. Sucht da ein bisschen auf Correa. Wuhu! Zum Glück schaffen wir es hier noch in der 90. Minute, das 4:4 zu schießen. Also es ist echt irre, wie der Verein aufgedreht hat. Wir sind im Prinzip Platz 1 und die sind sehr, sehr weit unten. Ich glaube, 17 oder 18 sind die. Ich glaube, so um den Dreh war das. Ganz, ganz, ganz weit unten. Und die haben erstklasse gespielt. Also es ging überhaupt gar nicht, was die da rausgeholt haben. Tja, wir hätten gewonnen, wenn wir nicht das Eigentor gemacht hätten, ne? Aber das muss man denen jetzt auch mal gönnen. Correa macht am Ende noch das Tor und deswegen verdient Man of the Match. Oder kriegen wir noch ein paar Nachrichten. Abate ist zufrieden, nimmt das, die Vertragsverlängerung an. Und hier sehen wir immer noch Nationalmannschaft. Das Angebot für Belgien, da bin ich noch gespannt, was ihr dazu sagen könnt. Es ist inzwischen so, dass Correa sich verletzt hat und dass wir den ersten haben. Das heißt, die
Transferverhandlungen beginnen. Und deswegen versuche ich jetzt hier nochmal ein bisschen Geld herauszuschlagen aus dem Vorstand. Bin da aber nicht wirklich offensiv genug. Ich sage, Pokal-Viertelfinale. Okay. Mehr nicht. Ich hätte vielleicht sagen müssen, Ziel Meister oder so. Dann wäre vielleicht sogar noch ein bisschen mehr drinne gewesen. Aber da kann ich ja vielleicht noch ein bisschen was nachmachen. Also soweit jetzt erstmal dazu. Und in der nächsten Folge gibt es dann die Transfers und noch ein paar Spiele. Das war's auch schon wieder für diese FIFA 14 Karrieremodus-Folge mit dem AC Milan. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Und ja, wenn ihr nichts mehr von uns verpassen wollt, dann vergesst auch nicht, uns zu abonnieren. Interessant könnte für euch sein unsere Facebook-Page, denn da haben wir immer aktuelle brandheiße News. Geht dazu einfach auf facebook.com/zockerdudes. Ja, das soll es doch erstmal gewesen sein für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet jede Menge Spaß und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Also, bis morgen, Freunde!